Derp, 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 derp. Gucken wir mal, was für Fähigkeitspunkte wir gekriegt haben. So, Preisverhandeln, schnelle. Nee, ich will immer noch erstmal mehr Cash. So, was haben wir hier? Weite Reichweite. Wirf den Müll in der Reichweite weg. Aha. Schnelles Händchen, scharfer Blick. Ich glaube, ich tue jetzt hier erstmal das Aufräumen ein bisschen verschnellern. So, was haben wir jetzt? Cash 34.000. Ich glaube, wir können uns das erste Mal jetzt ein Haus snacken. Gucken wir mal rein. Dann haben wir 5.000-6.000 hier, um das Haus besser zu verkaufen. Ein kleines Haus auf einem breiten Grundstück, renovierungsbedürftig, aber komplett ausgestattet. Das snacken wir uns jetzt. Dass das neue Haus gekauft, möchtest du jetzt das hingehen? Ja. Und das putzen wir jetzt ein bisschen, machen den Müll weg, mähen vielleicht mal Rasen und tun es dann hoffentlich für. Ja, jetzt habe ich nicht gelesen. Gartenwettbewerb? Nein, ich will jetzt keinen Gartenwettbewerb machen. Nein, ich möchte jetzt auch nichts ausbuddeln. So, hier links sieht man schon mal die Käufer, auf was die so Bock haben. Boah, ich glaube, wir fangen erstmal direkt von außen an. So, erstmal den ganzen Dreck hier einfach so wegwaschen. Die Spritze hier ist bestimmt auch von Kärcher. Einfach so, keine Produktplatzierung hier, aber man kann dann einfach alles wegspülen. Jetzt ist Gott sei Dank Fenster dreckig. So, allein das gibt uns doch jetzt hier schon. Es ist immer noch ein wenig dreckig. Ja, chillt doch mal. Ich tue es doch gerade putzen. So penetrant. Besichtigen hier schon, während ich noch in der Renovierungsphase bin. Da habe ich ein bisschen geduscht. Das ist übrigens eine WLAN-Gartenspritze. Wollte ich nur mal erwähnt haben, weil, wie ihr seht, ziehe ich keinen Schlauch hinter mir her. Also das ist definitiv die altbekannte WLAN-Gartenspritze. So, direkt erstmal das Unkraut hier auch entfernen, bevor wir überhaupt mal reingehen. Allein jetzt ist es doch schon eine Million wert, mindestens eine Million. Aha, da ist noch Dreck. Direkt erstmal hier an der Front alles wegspülen noch. Hat auch ein bisschen was. Jetzt gehen wir mal rein und gucken uns hier mal um. Erstmal hier den ganzen Mist aufsammeln. Der Teppich kommt weg. Keiner verranzte Ding. Einstellen, dreckig. Ja, wisst ihr was? Das ganze Gedöns hier kommt erstmal weg. Das ist alles, was ich vorher verkauft habe. Das hat er bestimmt alles auf eBay gekauft. Alles aus meiner Wohnung. Ja, wieso ohne Bett? Willst du in dem Ranzbett schlafen? So, hier kommt erstmal ein bisschen Farbe an die Wände. Weiß. Kaufen viele. So, dann erstmal hier Pinsel in die Hand nehmen. Auffüllen. So, der sicher weiß Streich gefällt ihnen irgendwie gerade gar nicht. Die hätten lieber wohl dieses Ranzgrün gehabt. Ich will ja auch ein bisschen Profit machen. Deswegen mache ich mir hier die Arbeit. Ich könnte es ja jetzt auch einfach direkt nur ein bisschen sauber machen und verschachern. Aber ich will ja mir einen guten Namen machen. Deswegen putzen wir den ganzen Spaß hier natürlich auch. So, einmal, Jesus Gott, sind die Fenster dreckig. Weil je besser das Haus ist, desto mehr Cash gibt es dafür. So wie hier direkt auch einmal reinigen. So, dann gehen wir hier wieder ein bisschen Farbe auf die Rolle packen. Aber noch ein bisschen. Heizung kriegt ihr natürlich auch gleich noch, Jungs. Keine Panik.
aktuell sagen sie gerade nichts mehr. Sie sind schockiert, dass ich dieses Grün überstreiche, oder wie sehe ich das? Ein sauberes Haus. Aha, jetzt wird's, ne? Ich meine, ich habe jetzt mein ganzes Kapital in das Haus gesteckt. Ich muss da was rausholen. Und ich will natürlich gleich so viel wie möglich rausholen, dass wir dann am besten direkt das nächste Haus kaufen können. Deswegen tue ich hier jetzt noch ein paar Euros in Farbe und so investieren. Das lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Fenster sauber machen, das sind ja alles so Sachen, die kosten gar nichts, außer ein bisschen Zeit. Oh, machen wir die Tür hier zu. Wenn man sieht, was man schafft. Ja, wieder keine Farbe, ne? So, da ein bisschen hin, da ein bisschen hin. Schon wieder keine Farbe. Ich denke, weiß ist da immer so, gerade beim Verkaufen, bestimmt ein guter Grundstock. Es sei denn, die wollen natürlich pinke Zimmer, dann macht man sie pink. Aber so an und für sich weiß, dann kann da nämlich nachher jeder machen, was er will. So, noch einmal Farbe kostet 11 Euro. Ich habe schon 22 Euro hier verstrichen. Ihr wisst es nicht zu schätzen und bezahlt mich 1 Million Euro für dieses Haus. Neuer Fertigkeitspunkt. Kann ich jetzt schneller streichen vielleicht? Streiche um 50% schneller. Sehr schön. Das ist ja Luxus. Wie geht das dann ab, wenn ich es nochmal verbessern? Easy going, Leute, easy going. So, hier putzen wir noch die Fenster, weil das kostet mich nichts und bringt ultra viel. Das ist wie beim Autoverkauf. Ich verstehe sowas als nicht. Wenn die Leute Fotos von ihrem Auto zum Verkaufen reinstellen, der Aschenbecher quillt über, die Fußmatten sind dreckig und der Kofferraum ist übelst dreckig. Sowas verstehe ich einfach nicht. Putzen, das kostet dich eine Stunde Arbeit. Und es ist einfach easy going. Du kriegst um einiges mehr für deine Karre wie sonst. So, einmal hier zumachen, da zumachen. Einmal hier fixieren, da fixieren, den Pinöpel auf. Haben wir doch hier schon easy going, direkt erstmal eine Heizung. So, ich komme nicht durch die Tür, ich bin zu fett. Oh mein Gott, ist hier dreckig. Weißt du was? Wir riskieren wirklich alles. Jetzt sind sie erstmal pisst, weil keine Küche drin ist. So, erstmal hier Wischmopp drüber gehen. Da muss man einmal Farbe. Einmal Zwetschge. Zweimal Zwetschge. Adieu, adieu. So, hier streichen wir natürlich vorher auch nochmal kräftig durch. Das geht ja jetzt nämlich ratzi-fatzi, seit wir das hier entwickelt haben. Astrein, Jungs, Mädels. Wenn euch das Haus Flippers übrigens Spaß macht, also ich kann es euch übelst empfehlen, ich finde das Spiel mega cool. Gerne auch immer mal wieder ein Like da lassen, schreibt einen Kommentar rein, whatever, was euch beliebt. Wenn ihr nicht wollt, müsst ihr natürlich auch nicht, aber es würde mich natürlich riesig freuen. Und ich finde das Spiel einfach mega. Ich weiß, das sind Arbeiten, die man auch in echt machen kann, wo in echt irgendwie einfach keiner Bock drauf hat.
Aber so, ich finde die ganze Idee hinter dem Spiel einfach mega cool. Und dann noch mit dem DLC für den Garten. Ich finde es persönlich ein bisschen schade wieder, dass man DLC dafür kaufen muss, weil ich finde ein Zehner für das DLC, ja, es ist schon viel. Ich meine, das ganze Spiel kostet nur, in Anführungsstrichen, 16 Euro. Finde ich irgendwie halt so für ein DLC direkt ein Zehner schon ein bisschen viel. Aber es gibt ja auch wieder viele Möglichkeiten, die man machen kann, Aufträge und so. Also ich finde es cool, ich finde, es hat sich gelohnt. So, also die müssen wir noch für das Haus hier mindestens das Doppelte bezahlen, wie ich dafür bezahlt habe. So, easy going, ist die Küche auch gestrichen. So, den Scheiß hier entfernen wir noch. Wer will so komische Regale in seiner Küche? So, jetzt gucken wir mal hier. So. Küche, was haben wir denn hier? So. Moderner Küchenschrank mit Spülbecken Andy. Das sieht doch klasse aus, ne? So, wir machen mal schwarz. Ja, das sieht doch richtig nice aus. Nicer Dicer, Leute. Schwarzes Spülbecken drauf, jetzt kaufen. So, wie war das jetzt? Nein, ich drücke immer die falsche Taste. So, kann man hier schön easy peasy kochen. Komm, eine Dunstabzugshaube gebe ich euch auch noch oben drauf. Die kostet mich direkt einen Huni. Warte mal, ich muss mal gucken, wo ich den Herd hinstelle. So, der Herd kommt nämlich hier drunter. So, wo hämmert denn hier? Ay, da wäre noch eine lange Küchenzeile gewesen. So. Ich brauche ein Herd. Oh, da wäre noch eine billige Abzugshaube gewesen. Naja, jetzt kriegen sie halt eine teure. Was soll's, ne? Kücheninsel mit Herdplatte. Die passt doch optisch hier gar nicht zu unserer. Zu Andy. Gibt's hier kein Herd, Andy? Küchenschrank Slim, der passt doch sicher da in die Ecke rein, oder? Nein, passt ja nicht. Absolut. Ja, hätte ja sein können, ne? So. Muss ich ein Herd extra kaufen? Elektrischer Herd. Ach, das sind so freistehende Dinger. Ja, dann gibt es halt so einen freistehenden Herd. Ne? Wo ich jetzt die Dunstabzugshaube hin. Passt gar nicht. Kann ich jetzt nicht ändern, ne? Die Haube sieht viermal so groß aus wie der Herd. Ja, das passt doch wunderbar. Da kommt jetzt links noch ein Schrank daneben. Yeah. Und da kommt noch was hin und dann. Ich kriege nur 84 Dollar zurück. Ja, miese Geschäft, jetzt bleibt sie drin. So, dann tun wir hier mal noch Schrank Olo. Es gibt irgendwie nicht so viel Passendes hier zu unserem Andy. Inneren Monk gefällt es gar nicht, aber was willst du machen? Gesundheit! Ah ja, hier gibt es noch Hängeschränke, Andy. Okay, kann ich hier
aufhängen? Nee, kann ich nicht. Schade. So, dann gibt's halt hier, mit der Küche bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Das nächste Mal beschränke ich mich, glaube ich, dann hier oder wo ist hier so Glenn. Da gibt's vieles. Ich weiß nicht, vielleicht kann man auch was freischalten. Ich habe keine Ahnung. Sagt's mir, wenn ihr es wisst. Sagt's mir. Ja, also da kommt jetzt einfach noch so ein Ding hier daneben. Und passt es auch. Haben wir eine wunderschöne Küche, ne? Also ein Kühlschrank fehlt. Kühlschrank. Sagt's doch gleich. Kühlschrank mit zwei Türen. So, Farbe schwarz. Schwarz. Ist ja auch ganz schwarz. Ja, hier edel. Einfach so in schwarzen Kühlschrank. Der hat mich 1000er gekostet. Ich hab doch kein Geld mehr. So, Astra rein in diese Küche. Tür zu, Affe tot.